Und da das verbuggt ist. Linda. Ich bin Machen so das froh, allerdings dass wir jetzt diese etwas schneller als Unglückssituation vorhin. zu einem befriedigenden Ende bringen. Wir wollen ja jetzt nicht wie Eure blöd hier Partnerin kann abwarten, sich ne? ihrer Last entledigen, indem sie das Geld auf den Tisch legt. Es gibt kein Gold, Farrett. Und jetzt lasst sofort meinen Verlobten aus diesem dreckigen Loch frei. Oder meine Partnerin wird anfangen, Köpfe zu sammeln. Wobei ich mich frage, wieso ist das dein Verlobter, wenn es doch eigentlich... Mein anfängliches Urteil über euren Charakter war etwas überraschend. Das ist schon echt ihr merkwürdig. Leute, reißt es raus. Hey, ich töte gerne. Ja, dieses Stinktier soll ordentlich bluten. Knack und weg. Und der nächste. So, hier ist er. Ist das? Hast du gut gemacht. Den Kopf frei. So muss das sein. So, wir nehmen natürlich das Buch hier mit. Und weiter geht's hier. Zack. Ja, bla 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 bla. Komm, durch. So, du kleiner Idiot hier. Ob diese bedrohliche Entwicklung unsere Vorstellung vom Mädchen bedroht ihn. Danke. Vielleicht sogar die das der tut es auch. Man wir wird sehen. Einfach falsch wir stehen noch ganz am Anfang ich der Debatte. Ich bin meine Leute keine Bedrohung für Schießpulver euch. Wird bei Feierlichkeiten auch für Feuer. Kommen wir schon runter? Nein, kommen wir noch nicht. Hier kann es gelegentlich zu schlimmen Unfällen mit äußerst schmerzhaften Folgen kommen. Es ist so, ich kann nicht genug betonen, wie schlimm gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht da. Er ist hier in der Nähe in einer. So, jetzt wissen wir ja, wo das verbuggt ist. Ja, genau. Über diese also in dem Fall an der Stelle muss man es irgendwie anders angehen lassen. Zugang. Die Kanalisation? Ihr seid wirklich durchtrieben. Bitte, holt ihn da raus. Ich behalte Farrett im Auge. Ja, und ich weiß noch nicht, mit wem ich eher abrechne. Mit dir gleich oder mit ihm? Falsch. Schließlich ist mein Verlobter ja nun nicht dein Verlobter. Elliot. Ich dachte, ihr wärt. Ich dachte, ihr Deine wärt Verlobte? Gut. Wisst ihr, wie sehr ich euch vergessen wollte? Ich habe euch nie vergessen. Als ich euch das letzte Mal sah, damals im Thronsaal, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Heute wird es auch nicht besser, wenn wir nicht bald hier rauskommen. Kommt. Genau, also, auf, zack, zack. Jetzt kennen wir das Spiel ja besser. Und rotzen hier mal nochmal ganz schnell richtig durch. Es geht nicht. Ihr könnt mich nicht retten wie damals. Ein Schritt schneller. Es ist nicht so. So, genau. Dies aber hier war nichts mehr, ne? War doch richtig. Gerade als ich dachte, ich hätte alles im Griff, genau. Kommt ihr wieder. So, stehen bleiben. Habe ich nicht gesagt, du sollst da stehen bleiben? Na toll, wenn er einfach hinterhergelaufen kommt, ist das natürlich gleich doch nochmal um einiges komplizierter, ne? Der könnte uns dann nicht alles versauen. So, schnell die Fledermäuse erledigen. Oder sind die schon weg? Nein, sind sie nicht. So, haben wir noch eine? Jo, da haben wir noch ein paar. So, das war's. Elliot, hier, komm her. Du Schmunzelmonster.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Es war wie etwas. Wenn du nochmal festbackst, wirst du sowas auch nie wiedersehen danach. Über euren Vater. Ihr Heldin. So toll ist es nun auch wieder nicht, glaubt mir. So langsam wird mir einiges klar. Ja, entweder ihr oder er. Und du bleibst jetzt erstmal ganz saftig stehen, damit ich meinen Scheiß erstmal erledigen kann. Bevor du nämlich wieder Mist machst. Und da hinten festbackst. Nein, jetzt kommt der Idiot doch hinterher. Das ist doch unfassbar. Warum denn nur? Nein, bleib doch da, wo du bist. Bleib doch einfach da, wo du bist. Lauf nicht hinterher. In das Fressbrett, jawoll. Vorher noch einen Mikronio-Willen, so muss das sein. Weißt du was hier? Dann friss doch gleich. So, Elliot, jetzt mach keinen Scheiß. Bleib da einfach stehen. Bleib da einfach stehen. Nicht hinterherlaufen. Bevor du hier wieder festbackst. Ich will den Schatz da nicht einfach stehen lassen, nur weil du nicht weißt, wo es lang geht. Nein, nein, komm, mach auf, bevor der Idiot da ist. Ach, das ist doch nicht wahr. Er ist schon da. Das Gefühl, dass all die Leute meinetwegen gestorben waren, war wirklich furchtbar. Aber da war etwas Schlimmeres. Oh, es hat geklappt. Tief in mir. Mann, Elliot. War ich. Du Blödmann. Glücklich. Glücklich, dass ich noch lebte. Du bist aber bis heute selbst nicht glücklich. Als man sie fortzerrte. Komm, du lügst doch. Es tut mir so leid. Euch braucht nichts leid zu tun. Doch, dir muss eine ganze Menge leid tun, Elliot. Jeder würde sich so fühlen. Es war eine schreckliche Situation und nur Logan trägt die alleinige Schuld. Jetzt, wo ich das los bin, danke. Gern geschehen. Gleich seid ihr wieder bei Linda. Moment, ich muss euch was sagen. Linda ist die die zweittollste Frau, die ich je getroffen habe. Sie hat das Asyl aufgebaut und führt es trotz Ferret und Reaver weiter. Die Arbeit mit ihr fühlte sich richtig an, nach all den Jahren des Nichtstuns im Schloss. Dann wurde es mehr als Arbeit. Ich fühlte etwas, das ich seit euch vergessen hatte. Und jetzt seid ihr zurück. Zum Verrücktwerden. Ich ja, schäm dich. Herz aus. Und ihr sagt nichts. Genau. Wollt ihr mich zum Trost umarmen und sagen, nein, tut das Richtige? Oder wollt ihr mich küssen und mich bitten, zurückzukommen? Du kannst mich mal. So nicht, ey. Also, so. Ja, das machen wir doch ganz einfach hier mit keinem Kommentar. Nichts? All die Nächte, in denen ich mich fragte, ob ihr an mich denkt, jetzt weiß ich es. Du hast mich doch verarscht, hm? Du hast mich doch verarscht, du Idiot. So, das hast du davon. Jetzt hast du nämlich gar keinen. Oh, schade.
Obwohl er vor dir saß und du die Knarre in der Hand hattest? Mhm. Ihr habt meine große Liebe gerettet. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Danke für alles. Darum wird dein Waisen aus dem Puff. Mit Verlaub, Madam, ihr habt euch ein beträchtliches Maß an Unterstützung bei der Bevölkerung verdient. Sehr beeindruckt. Ich bin hier. Ich denke, das wäre ein guter Moment, um in das schäbige Loch zurückzukehren, das eure neuen Rebellenfreunde ihr Heim nennen. Ja, vielleicht. So, dann wollen wir doch mal gucken. Oh, was ist denn das für ein Ghetto? Ach so, alles klar. Da klauen wir uns doch erstmal ein bisschen was durch. Okay, du siehst cool aus. Euer Herz ist schwärzer. Schnüffel das! Und jetzt kriegst du richtig hier einen. Da, pass mal auf. Haha. Genau. Ich flehe euch an. Oh, warte, du flehst mich an. Na, hier, dann pass mal auf. Dann machen wir doch mal hier. Haha, guck mal. Haha. Ihr seid böse, das weiß ich. Jo, bin ich. Ihr seid abgrundtief böse. Bin ich. Richtig, hast du vollkommen erkannt. Ich verschwende mein Leben. Hm? Da drüben. Hört auf. Ich bin so böse, dass ich dir gleich so in die Nase furze. Pass mal auf, lauf nicht weg. Lauf nicht weg, ich sehe dich. Ich weiß, wo du bist. Bin ich böse? Ja, ein bisschen. Angst, das ist gut. So, wo ist denn die Alte jetzt hin? Da hinten. Nee, das ist ein R. Wo ist denn sie jetzt hin? Nein. Ist sie das hier? Nein. Warum bist du so gemein? Ich bin doch gar nicht gemein. Guten Tag. Ey, nö, bin ich nicht. Guck mal, nö, bin ich gar nicht. Du hast nichts zu essen, du hast kein Heim. La 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 la. Hier, riech mal den Mundgeruch kurz. Den zieh ich dir jetzt gleich unter die Nase lang. Pass mal auf. In 3, 2, 1, riech. Ich würde betteln, wenn ich in deren Gewerkschaft käme. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinlaufen. Ach ja, genau, zu meinen Untergrundfreunden. Eine Rede von Logan, eurem König. Ihr seid das Volk Albions. Die edle Erde des Landes. Die Tür ist verschlossen. Es läuft. Seine lange Geschichte ist eure Geschichte. Aber dieses Reich existiert nicht, um euch zu helfen oder euch zu nähren. Es ist keine Frucht, die ihr von einem Baum pflücken könnt, dessen Schatten euch bedingungslos schützt. Dieses Land fordert euren Schweiß. Es fordert eure Arbeit und es fordert Opfer. Wir stehen am Anfang einer Epoche der Möglichkeiten, aber auch der Gefahren. Okay, also wenn ich da hinten nicht reinkomme, irgendwo ging es doch rein. Arbeitet für Albion mit aller Kraft. Albion fordert und ihr werdet gehorchen. Da gab es doch diesen Seiteneingang.
Wo genau war der denn? Ihr werdet seine Wünsche nie ablehnen und nie hinterfragen. Ihr werdet all eure Kraft und auch euer Leben geben, wenn es gefordert wird. Mach einmal ein bisschen paddeln. Irgendwo war das doch. Und selbst dann werdet ihr nie vergehen. Und solange Albion lebt, werdet auch ihr leben. Ne, hier war doch das gleich Ende im Karton, ne? Oder ging es da hinten rein? Ich weiß gar nicht mehr. Wir könnten doch auch einen anderen Weg nehmen. Ne, hier war es nicht. Das ist natürlich jetzt echt ungeheuer blöd, ne? Da oben kommen wir nicht rein, weil wir den Schlüssel nicht haben. Das heißt, wir müssen... Haben wir... Wir haben den Schlüssel doch nicht. Oder? Haben wir den Schlüssel? Nein, wir haben den Schlüssel nicht. Stand da oben doch auch. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Weil wir müssen da rein. Da wäre der einzige Weg doch wirklich... Wirklich nur hinten über die Kanalisation. Okay, dann müssen wir mal gerade gucken, ob wir da ein bisschen rumtricksen können. Indem wir dann hier lang gehen. Ich hoffe, das ist jetzt auch das End, wo wir da... Ja, genau, super. Klasse, und ich würde sagen, bevor wir jetzt wirklich in den Untergrund reingehen, zu unseren Freunden, wie auch immer, machen wir hier nochmal einen kurzen Cut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, lasst einen Follow da. Ich würde mich über alles wahnsinnig freuen. Und ansonsten seid doch einfach dabei, einfach so im nächsten Video, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Fun habt. Und bis dahin, alles Gute und ciao. Ich bin auf dem Weg ins Schloss.